Wir befinden uns hier bei der Feuerlöschgeräte Neuruppin, Vertriebs GmbH, als Teil des Johnson Controls Konzern. Wir sind einer der führenden Hersteller für Feuerlöscher. Die logistischen Herausforderungen am Standort bestehen darin, dass wir volle Paletten als auch teilkommissionierte Paletten versenden. Im Zuge der Prozessoptimierung haben wir ein komplett neues Intralogistikkonzept entwickelt und haben dann nach einem Weg gesucht, um das Ganze zu digitalisieren und sind dann auf den Linde Warehouse Navigator gestoßen. Wir verwalten mit dem Linde Warehouse Navigator nicht nur unser Hochregallager, sondern auch sämtliche andere Lagerflächen, angefangen bei Außenlagern über Container bis hin zu unserer Paternostern- und Materialbereitstellung. Der Hauptgrund der Einführung des Linde Warehouse Navigators lag in der Komplexität des neuen Lagers. Mit ca. 1600 Palettenstellplätzen ist eine Verwaltung auf Zettel und über Microsoft Excel nicht mehr möglich. Der Prozess beim Linde Warehouse Navigator startet damit, dass wir die Paletten einmalig vereinnahmen. Nach der Vereinnahmung werden Fahraufträge durch das System generiert und diese vollautomatisch auf die Stapler gesendet. Auf dem Stapler wählt der Bediener sich den gewünschten Fahrauftrag aus und dann wird das Gerät vollautomatisch in dem Gang zu dem Palettenstellplatz navigiert. Sprich, wir navigieren in der Tiefe vom Gang und in der Höhe. Das Gute an dem neuen Linde-System ist, man spart viel Zeit, weil die natürlich durch die Navigation, durch die automatische, fährst du automatisch direkt ran und es geht einfach dreimal schneller als vorher. Wichtig für uns war, dass wir eine Software haben mit Auswertemöglichkeiten. Das heißt, wir haben über diverse Reports und Dashboards, die wir uns selber kreiert haben, jederzeit Informationen darüber, wie viele Paletten sich im Lager befinden, wie welcher Auftrag welchen Status hat. Das heißt, auch unser Vertrieb kann sofort erkennen, ob ein Auftrag gepackt wurde oder nicht, ob er bereits versandt wurde oder nicht und kann diesen bis kurz vor Auslieferung noch verändern. Also wir sind effektiver geworden. Aufträge, die heute vom Kunden noch reinkommen, bis, ich sag mal, 10 Uhr, die versenden wir heute am gleichen Tag noch. Und die Fehlerquote ist extrem runtergegangen. Also zum Vergleich zu vorher ist es eine Verbesserung um Lichtjahre. Hintergedanke bei der Softwareauswahl war die Zukunftsfähigkeit, sprich die weitere Integration von einem eventuellen neuen ERP-System oder fahrerlosen Transportsystem. Das ist mit dem Linde Warehouse Navigator problemlos möglich. Also wenn man jetzt die Leute, die Mitarbeiter fragen würde, ob sie wieder einen Rückschritt machen würden, da würden sie definitiv mit Nein beantworten, die Frage.